Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich ein Kombi-Eckventil richtig wechseln und somit auch für die Waschmaschine bzw. Spülmaschine austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist es normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für Kalt- und Warmwasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Danach müssen wir unsere Armatur am Waschbecken mal öffnen. Da ich das Eckventil vom Kaltwasser jetzt tauschen möchte, gehe ich mal mit dem Hebel ganz nach rechts und das mache ich jetzt einfach so lange, bis gar kein Wasser mehr kommt. Nun sollten wir mal noch einen leeren Behälter unter unser altes Eck- bzw. Kombi-Eckventil stellen und dann können wir auch schon mit einer speziellen Armaturenzange bzw. mit einem 19er Gabelschlüssel mal hier oben den Flexschlauch lösen und da sollte sich jetzt auch noch etwas Wasser drin befinden. Danach das Ventil entweder mit einer Zange bzw. auch mit einem passenden Gabelschlüssel einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen und danach sollte es normalerweise auch schon per Hand zum Rausdrehen gehen. Und falls sich bei dir ebenfalls die Harnverlängerung mit aus der Wand gedreht hat, ist das auch nicht weiter schlimm. Dann müssen wir diese einmal draußen von dem Eckventil lösen, anschließend erneut abdichten und wir können sie wieder in unseren Wandanschluss einschrauben. Doch hierfür habe ich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal einmal gemacht. Als nächstes sollten wir das Gewinde noch auf Verunreinigungen wie zum Beispiel alte Hanfrückstände überprüfen. Bei mir schaut es super aus und wir können auch schon mit der Montage von unserem Kombi-Eckventil beginnen. Hierbei gibt es meistens zwei Varianten, entweder ohne Dichtungsring oder aber auch mit so einem speziellen Dichtungsring. Ich beginne mal mit dem Modell ohne Dichtungsring und hier haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten, das Ganze abzudichten. Entweder mit Teflonband oder aber auch mit Hanf. Ich persönlich bin da ein großer Fan von Hanf, da wir das Kombi-Eckventil natürlich auch etwas zu weit reindrehen können und anschließend auch wieder etwas korrigieren, also etwas zurückdrehen können, ohne dass es sofort undicht wird. Bei Teflonband wird das relativ sicher der Fall sein, wenn wir es zurückdrehen, dass es undicht sein wird. Falls du es trotzdem mit Teflonband abdichten möchtest, dann habe ich dazu aber trotzdem auch ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Vor dem Einhanfen sollten wir das Gewinde auf jeden Fall mit einem Sägeblatt noch etwas besser aufrauen, damit der Hanf anschließend auch besser im Gewinde drinnen bleibt. Danach die blaue Schutzfolie von unserer Rosette runternehmen und natürlich diese richtig rum auf unser Eckventil anbringen. Nun ca. 10 bis 15 cm in der linken Hand festhalten. Mit der anderen Hand kann ich das Ganze auch schon in Gewinderichtung auf mein Gewinde draufgeben und nach zwei Umdrehungen das zweite Ende einmal noch mitnehmen. Als kleiner Tipp, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass wir den ersten Gewindegang freilassen, da wir dadurch das Gewinde anschließend viel leichter eindrehen können. Als nächstes mit einer Drahtbürste ebenfalls in Gewinderichtung den Hanf in die einzelnen Gewindegänge besser einbürsten. Und zum Schluss noch etwas Vermiet draufgeben, was einfach eine spezielle Gewindedichtungspaste ist. Und somit haben wir auch schon unser erstes Kombi-Eckventil richtig vorbereitet. Bei einem Modell mit Dichtungsring geht das Vorbereiten nochmal deutlich schneller. Hierfür einfach mal die entsprechende Rosette auf unser Ventil geben. Danach ebenfalls etwas Vermiet auf das Gewinde bzw. den Dichtungsring draufgeben. Das hat den Sinn, dass wir es anschließend viel leichter eindrehen können und somit ist dieses auch schon richtig vorbereitet. Beim anschließenden Eindrehen ist eigentlich nur wichtig, dass wir das Ganze so weit eindrehen, dass der Dichtungsring wirklich auch komplett in unserem Gewinde bzw. Wandanschluss verschwunden ist und laut der Firma Shell haben wir jetzt auch die Möglichkeit, das Ganze bei dem Dichtungsring um 180 Grad wieder zurückzudrehen, ohne dass es undicht wird. Bei Hanf schaut es relativ ähnlich aus. Zuerst einmal sollten wir es per Hand eindrehen und dann ist am Ende eigentlich nur wichtig, dass mindestens 2 bis 3 Gewindegänge, die mit Hanf eingehanft wurden, komplett in unserem Wandanschluss verschwunden sind. Zum weiteren Eindrehen mit der Zange können wir leider relativ schlecht hier ansetzen, deswegen ich unbedingt einmal hier unten den entsprechenden Anschluss drauf geben würde und auch hier oben ist schon so eine Mutter mit dabei. Die geben wir jetzt einfach auf das Gewinde, das dieses auch unbedingt geschützt ist. Die richtige Position ist übrigens, wenn der Geräteanschluss natürlich schön nach unten schaut und der Anschluss für das Waschbecken nach oben gedreht ist. Nun können wir die Mutter von da oben natürlich auch schon runterschrauben und einmal den entsprechenden Flexschlauch von unserer Armatur per Hand festdrehen.
Und danach unseren Fleckschlauch oben mit einer Wasserpumpenzange festhalten und unten drunter mit dem entsprechenden Gabelschlüssel mal weiter im Uhrzeigersinn festziehen. Denn dadurch verdreht sich oben der Schlauch jetzt nicht. Wenn auch das passt, öffne ich mal oben das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und unten drunter schließe ich das Ganze im Uhrzeigersinn. Und nun drehe ich mein Schrägsinnsventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Denselben Trick können wir übrigens auch bei unserem neu eingebauten Ventil jetzt super anwenden. Meine Armatur habe ich jetzt schon geöffnet bzw. auch geschlossen. Es ist trotzdem noch alles dicht und jetzt können wir auch einmal mit einem kleinen Behälter darunter natürlich auch den Geräteanschluss überprüfen. Und ich würde sagen, bei mir schaut es wirklich super aus. Man kann mit dem Finger noch bei allen Verschraubungen drüber gehen. Und wenn wirklich alles sicher dicht ist, können wir auch unsere Rosette hinten drauf geben. Und somit haben wir jetzt auch schon ein Kombi-Eckventil richtig ausgetauscht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens gleich ein Kombi-Eckventil, eine Armaturenzange oder auch Hanf bzw. Fermit zulegen möchtest, einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.